Ja, Hallöchen, ich bin hier im Gartenhotel Häuser beim Powergirl-Seminar. Bei mir der liebe Werner aus der Schweiz. Ja, hallo lieber Werner, du warst hier auf dem Seminar. Was hat es Hallo dir Ernst. gebracht? Es hat mir viel Power gebracht. Ja? Ich habe Visionen, die ich umsetze und habe viel Anregungen zum Umsetzen erhalten. Super. Was waren für dich so die drei Highlights, Werner? Das erste hängt mit meinem Alter zusammen. Ja. Ich bin 69 und habe nicht unbegrenzte Zeit zum mich engagieren Ja. und drum alle Kraft zusammennehmen und investieren. Jawohl. Und was war das zweite Highlight? Das zweite Highlight, ich bin mit meinen Visionen ernst genommen worden. Das ist Sehr. ganz wichtig für mich. Und das dritte Highlight, eine ausgesprochen nette und powervolle Gruppe. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich finde das ganz toll. Du bist ja 69 und ich finde das wundervoll, dass du mit 69 aus der Schweiz hierher fährst, dass du so Seminare mitmachst, die sehr intensiv sind, ja. Ja. Da geht es ja richtig ans Eingemachte. Also ganz, ganz große Achtung vor dir. Und ich finde das auch toll, wie du das so schön gesagt hast, ja, dass du ernst genommen worden bist. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, ja. Und dann natürlich auch die tolle Gruppe. Ja. Fein, was würdest du den Leuten draußen sagen, die heute nicht dabei waren? Ich würde Ihnen sagen, besucht die Seminare und leistet euch einen Coach, der euch begleitet, damit das, was da in den Seminaren aufgebrochen ist, auch umgesetzt wird. Das hast du sehr schön gesagt. Können wir auch noch kurz erwähnen, was du vorher im Beruf warst? Ist das okay für dich? Ja, klar, ja. Ich bin Pfarrer gewesen, bin jetzt eine Zeit lang schon pensioniert und habe ein eigenes Beratungsbusiness und darauf möchte ich jetzt aufbauen. Ich finde das ganz, ganz toll. Du warst Pfarrer viele, viele Jahre, du bist pensioniert und du machst einfach weiter. Das finde ich sehr, sehr, sehr klasse. Was würdest du deinen älteren Menschen draußen empfehlen? Das Leben nicht abzuschließen, Sehr schön. sondern erst recht zu leben. Das hast du wundervoll gesagt, das Leben nicht abzuschließen, egal wie alt das man ist. Ja. Fein. Ja, lieber Werner, ich danke dir sehr für das Interview. Ja. Schön, dass du da warst. Ja, ich bin auch ein bisschen müde jetzt am Ende. Ja, genau. Ja, drum ist nicht alles so flüssig rausgekommen jetzt. Genau, nein, aber du hast das sehr, sehr schön gemacht. Das waren ja zwei intensive Tage. Wir sind Ja. ja richtig ans Eingemachte gegangen. Thema Geld, viele Paradigmen, ja. Ja. Viele, viele alte Glaubenssätze, die da aufgebrochen sind. Und das Ja. ist normal. Aber du hast das ganz, ganz toll rübergebracht. Und das ist einfach wichtig, dass wir den Menschen draußen mit diesem Videoclip einfach die Chance geben, Ja. ja, einfach auch mal über das eigene Leben nachzudenken. Ja. Ja, und ich freue mich sehr, wir sehen uns ja wieder. Du kommst ja bald wieder her nach Bad Dürkheim und wir coachen ja jede Woche. Auch das freue ich mich sehr. Ja. Es gibt mir eine gewisse Sicherheit, dass ich die Ziele, die ich mir gesetzt habe, auch erreiche. Das hast du sehr schön gesagt, Werner. Ja. Fantastisch. Dann wünsche ich dir jetzt eine gute Heimfahrt. Grüß mir Ja. meine Schweizer. Danke. Und ich freue mich, dass ich in ein paar Gleichsam. Wochen auch wieder da bin. Ja, ich werde dich ankündigen. Ja, super, wunderbar. Dann alles, alles Liebe für dich. Mach's Ja, gut, danke. gell? Tschüss, Ciao, tschüss, Ernst. Ciao. danke.